Tatsächlich, zu den Fakten haben uns die Russen immer pünktlich ihr Gas geliefert. War immer so, ist jetzt noch so. Und dass Deutschland noch so abhängig ist von dem Zeug, das ist ja unsere eigene Schuld. Weil wir zu langsam sind beim Ausbau der Regenerativen und bei den Stromnetzen. Stellen Sie sich mal eine Sekunde vor. Wir hätten alle diese Aktivitäten schon vor 10 Jahren gestartet. Und es hätte vor 10 Jahren jemanden gegeben, der gesagt hätte, wir müssen die Stromnetze bauen. Mit Hochdruck. Jetzt aber sofort, dann wären die alle schon fertig. Ja, stellen Sie sich das mal vor. Stellen Sie mal vor, wir hätten als Bundesregierung vor 10 Jahren einfach unsere Arbeit gemacht. Ne? Ja, wo könnten wir heute stehen? So, Gas wird immer teurer, Wind und Sonne zu langsam ausgebaut. Was tun? Ich sage, da ist Innovation gefragt. In Berlin wurde gerade ein super spannendes Start-up gegründet. Und zwar von 2 Brüdern aus Neukölln, die was richtig Geiles erfunden haben. Und zwar nennen die sich die Coal Brothers. Ihr visionäres Produkt heißt, schneiden Sie sich an, Kohle. Regionale Fairtrade-Kohle, direkt nach Hause geliefert, zum Heizen und Kochen. 100% bio, vegan und glutenfrei. Erhältlich in den Aromen Vanilla, Pumpkin Spice und Apfelzimt. Viel Glück, aber als Investor bin ich raus. Schön blöd, Maschmeyer. Tatsächlich erlebt ausgerechnet die olle Kohle in diesem Jahr eine Renaissance. Energiewende läuft. Winter is coming, die Inflation steigt. Reden wir drüber mit dem Heute-Show-Verbraucherschutzexperten, mit Olaf Schubert. Olaf, schön, dass du da bist. Wir haben darüber geredet, gerade beim Erdgas sind wir zu abhängig von Russland. Was könnte man tun, um den Ausbau von Wind und Sonne zu beschleunigen? Ja, ich höre immer russisches Erdgas. Also ich bin mir sicher, wenn man mal genau suchen würde, dann würde man in Russland auch deutsches Erdgas finden. Ne? Ja, aber solange müssen wir uns halt irgendwie anders kümmern. Und das Positive ist, wir haben ja Windenergie. Ich habe es auch schon lange zu Hause, geht einmal frei. Ich meine, es zieht zwar ein bisschen aus der Steckdose, aber ich habe da so kleine Vorhänge, die kann ich zuziehen. Wir müssen die Windkraftanlagen besser nutzen. Ja? Dieses Jahr war Flaute und da frage ich mich, warum wird kein Wind importiert? Ja, hier Nord Stream, einfach ein bisschen Pustekuchen durch. Oder diese ganzen Solarkraftanlagen, ja? Warum werden die nachts nicht umgeschaltet auf Mondenergie? Und hier wird Kohle propagiert. Was ist aber mit dem guten, sauberen Atomstrom? Von dem hört man gar nichts mehr, außer im Iran. Heißt es ja immer hier die Urananreicherung im Urin, die Urinanreicherung im Iran. Ihr wisst, was ich meine. Also so lange muss sich der Verbraucher selber kümmern und eben die teure Energie intensiver nutzen. Ja? Also dass man eben zum Beispiel beim Autofahren die Abwärme, dass man die nutzt zum Heizen, indem man eben einfach durch die Wohnung fährt. Ja? Also durch die Wohnung heizt. Oder dass man beim Duschen irgendwie sich parallel noch einen lauwarmen Tee aufbrüht. Da muss der Verbraucher kreativ werden. Ja. Jetzt ist es ja gerade im Supermarkt tatsächlich bei manchen Produkten relativ dramatisch, und zwar ausgerechnet bei den gesunden Produkten. Gemüse, Obst, Kartoffeln 16% teurer, Kopfsalat 34% teurer. Wo soll das alles noch hinführen? Tja, also Kopfsalat ist wirklich hart. Also das, ja, also wenn du kein Geld mehr hast für Kopfsalat, dann musst du das Dressing so saufen. Ja? Ja. Das ist schwer. Ich denke natürlich, das Problem ist, wir sind halt abhängig vom Import. Ja, wer sich mal so einen Gemüsestand angeschaut hat, es gibt Gemüse und hier Obste aus der ganzen Welt. Ja, das einzige deutsche Produkt, was ich dort gefunden habe, war Chinakohl. So, aber bevor wir verhungern, müssen wir, glaube ich, neu denken. Und das fällt schwer. Wir müssen gewisse Dinge vielleicht auch wirklich enttabuisieren. Ja? Kannibalismus. Ich gebe zu, der hat ja immer so ein bisschen so ein schmuddeliges Image. Also ist, ja, das hat... Ein Geschmäckle geradezu. Ein Geschmäckle. Ja, logisch, ne? Ist eben nicht vegan. Aber wenn man wirklich mal konsequent denkt, also Kannibalismus könnte 2 Probleme auf einmal lösen. Ja, also Hunger und Überbevölkerung. Ja, ja. Jetzt kommen wir zu all dem auch noch die weltweit kaputten Lieferketten. Ich habe diese Woche gelesen, es droht ein Heiligabend, ein Weihnachten ohne Computer, ohne Spielekonsolen als Geschenke. Wird 2021 das traurigste Weihnachten aller Zeiten, Olaf? Sind wir ehrlich, also so schön wie letztes Jahr, ja, als durch den segnenden Schutz des Coronavirus die Verwandtschaft nicht kommen konnte. So schön wird es nie wieder. Kann man nicht wiederholen. Ja.
Aber bei Spielkonsolen, also da beginnt die Krücke zu hinken. Ja? Die wollen alles haben, sofort. Also ich habe auf meine erste Spielkonsole habe ich 30 Jahre gewartet. So. Und ich meine, muss es immer so ein Stück Plaste sein, so ein sprödes, nüchternes. So, ja? Ich denke, die Jugendlichen würden sich viel mehr freuen über eine Spielkonsole, die die Eltern selber gebastelt haben. Ja? Naja, was aus Rinde und Moos und so. Also sowas kriegen meine Kinder dieses Jahr, also außer die Frau, die kriegt was richtig Edles, was Teures, einen Kopfsalat. Denn Geschlechtsverkehr hatten wir letztes Jahr und das kann nicht jedes Weihnachten. Nee. Klingt schlüssig. Olaf Schubert, vielen Dank.